Wenn wir fragen nach dem Weg, dann verstehen die uns erstmal mit der Frage nicht und wir verstehen die Antwort nicht, wo es lang geht. Und dann kommen wir in die Halle rein und dann singen sie mindestens den Refrain mit oder so. Sehr oft auch den ganzen Text. In der Schweiz ist das sehr oft so ergangen, dass der ganze Text mitgesungen wurde und ansonsten hatten wir wirklich Schwierigkeiten, uns draußen irgendwo ein Sandwich zu kaufen. Manchmal sitze ich hier und ich frage mich, warum es so kommen muss, wie es kommt, wie es jetzt ist. Und ich sag mal, da du jetzt wo wie er muss, alles. Noch hängt die Bilder an der Wand und mir mich regelrecht krank. Ich hab die Stimme noch im Ohr und ich frage mich nur, ob da alles nichts war in den letzten paar Jahren mit dir. Lief da wo du bist. Kann, wenn man Luftschlösser baut und auf Zufall vertraut. Ja, nix mit plant, ob ja nix mit wart, nur so. Dann wird alles verdrängt, wer sonst nix mehr bringt, wer sonst himmelblau grau wird und alles dafür wird, wenn in jedem Gedanke das Bild von dir steckt ja weg. Alle bisher entstanden aus so einem Bedürfnis raus, Sachen rauszulassen. Es gibt also bei mir diesen Pfropfen, der im Kopf sitzt. Wenn ich den nicht rauslasse, dann kommt auch nichts anderes mehr raus. Das heißt also, wenn ein Stück jetzt tatsächlich anliegt über diese Toursituation oder über die Schwierigkeiten, die damit zusammenhängen, dass wir auf einmal bekannt geworden sind, wenn ich dieses Stück nicht schreibe, dann kommt auch das nächste Stück nicht. Das ist so lange in dem Kopf drin, bis dass es raus ist, dass es verarbeitet ist und dann kann sich das nächste bilden. Insofern suche ich nicht nach irgendwelchen Sachen. Es gibt Leute, die gehen nach dieser Themenabhackliste vor. Also es muss ein Stück her zum Thema Jugendarbeitslosigkeit, es muss ein Stück zum Thema Chauvinismus her oder so. Es muss einfach her. Eine progressive Band hat das zu bringen. Würde ich nicht machen, geht mir blöd davor. Und noch eine sehr wichtige Angelegenheit im vergangenen Jahr war diese Friedensdemo. Auf der einen Rheinseite in Bonn, direkt gegenüber von diesem Regierungsding, wo der NATO-Gipfel gerade tagte unter Leitung von Ronald Reagan. Da waren genau auf dieser Rheinwiese 300.000 bis 400.000 von den Leuten da, die sich nicht mehr in den ihren Schwachsinn einplanen lassen wollten. Das Jahr war am 10. Juni. Lang nicht los, nicht.
Gott. Der Radiologisch nennt das Lern nicht mehr was. Hör ich auf der Wertigkeit doch. Der Richter schmeißt mit jedem Wort für den Schuss. Und wenn ihr stirbt, sind dann noch. Weil ihr Moral nennt, das ist für mich Krampf. Weil ihr normal nennt, das doch. Ihr schafft wie Jura Hane, denke ihr lehrt, ja, die springen einfach vom Brett. Es tut gerade aber nicht, ist nicht wie pariert, ne? Probiert das alles wieder echt weg. Es ist nicht so weg, doch sick. Vale, vale.